Ich freue mich, dass Sie heute alle sich eingewählt haben. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Remote ist das neue Vor-Ort-Workshop-Format der VIEW. Und ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit Ihnen diskutieren, Ihnen vorstellen zu können, weil uns das wirklich sehr am Herzen liegt. Wir merken immer wieder, dass die Workshops ja als eine, ich sag mal, besonders organisierte Art der Kommunikation vor allem im Unternehmen sehr wichtig ist, nicht nur jetzt hier im Pandemiealltag. Und da dachten wir, es macht Sinn, dass wir da mal unser Methodenrepertoire vielleicht auch einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das wollen wir Ihnen gerne einfach mitbringen. Also worüber sprechen wir heute ganz konkret? Wir haben vier Punkte vorbereitet auf unserer Agenda. Das sind einmal, möchten wir gerne nochmal das Thema Nähkästchen bemühen, indem wir sagen, zum einen, was wir erleben auf Kundenseite, was häufig Themen sind oder Anlass, um eben Workshops durchzuführen, aber auch natürlich hier, wie unsere Erfahrungen intern sind. Dann möchten wir uns natürlich mit Ihnen darüber unterhalten, was unser Lösungsansatz für die Herausforderungen sind, die wir auf Kundenseite oder auf unserer eigenen Seite finden, und Ihnen dann auch Workshops oder auch einzelne Übungen, verschiedene Formate gerne dann auch vorstellen, die dann in der Praxis angewendet werden können. Abschließend würden wir mit ein paar praktischen Tipps. Ich finde das immer wichtig, wenn man sich auch was mitnehmen kann aus einem Webinar. Und wie versprochen natürlich, falls Fragen sind, beantworten wir die auch gerne noch. Genau, ich würde sagen, wir können direkt einsteigen. Wir haben im Jahr ungefähr, kann man sagen, so roundabout 50, 60 Befragungsprojekte, die wir für unsere Kunden durchführen. Da können Sie sich vorstellen, über die Jahre hat sich da eine Menge Erfahrung angesammelt an Herausforderungen, die unsere Kunden erfahren, indem wir eben beobachten können, wie die Kunden in den Projekten agieren, was es für Probleme vielleicht gibt, aber auch welche Erfolge. Und da haben wir hier eben vor so, ich sag mal, die Herausforderungen zusammengetragen, die einfach am häufigsten mit vorkommen. Also ganz klar mit an erster Stelle und für uns natürlich immer ein schöner Anlass, dann auch Workshops durchzuführen, ist das Thema, wenn die Befragungen ohne konkrete Ziele durchgeführt werden. Das heißt, im schlimmsten Fall befragt man, weil wir das halt immer so gemacht haben, um des Befragens Willens. Dann können Sie sich vorstellen, da passiert am Ende da nicht mehr viel mit den Ergebnissen, und dem wollen wir natürlich entgehen, dass wir ganz klar definieren, warum machen wir eigentlich einen Workshop? Wir wollen gerne natürlich dann dementsprechend auch die verschiedenen Vorstellungen im Projektteam unter einen Hut bringen. Wir wollen die Stakeholder einbinden, weil auch das sind oft Problemstellungen, die wir in den Projekten erleben, dass man, wenn man sogar vielleicht dasselbe Ziel mit einer Befragung verfolgt, dass doch auch im Projektteam verschiedene Vorstellungen vorherrschen können, wie denn so eine Befragung durchgeführt wird, welchen Nutzen wir daraus ziehen, wie wir vielleicht auch am Ende damit umgehen. Das betrifft oft Unternehmen, in denen der Betriebsrat sehr stark mit involviert ist, vielleicht noch die IT-Security, dann das Projektteam selbst in HR. Und da können Sie sich vorstellen, gibt es dann durchaus oft mal unterschiedliche Annahmen und Vorstellungen, die alle idealerweise aber in Einklang gebracht werden müssen, um ein erfolgreiches Projekt zu führen. Das Thema Fragebogen kann auch zentral sein oder ist es ja auch. Darüber entscheidet sich, ob ein Projekt erfolgreich sein kann oder nicht. Wenn der zu einem Zeitpunkt vom Projektstart noch nicht zufriedenstellend ist, muss man daran arbeiten. Und auch hier können Workshop-Formate eben helfen, das effizienter und zielgerichteter zu tun. Das Thema Kommunikation gibt es im Alltag immer wieder, ist wichtig, auch hier in unseren Projekten, aber auch dann später, wenn es ums Follow-up geht. Hier merken wir aber sehr häufig, dass da eben noch Luft nach oben ist und mit Hilfe von Workshops dann eben hier nachgebessert werden kann. Dasselbe gilt für die fehlende Fokussierung im Follow-up. Also es beginnt schon bei den Ergebnis-Workshops. Wir haben häufig das Resultat, dass wir eine Masse an Daten haben, ne, in verschiedenen Quellen, die verknüpft werden müssen. Und hier dann eben immer noch den Überblick zu bewahren und auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, alle wieder an einem Strang zu ziehen, das ist nicht einfach, das ist nicht trivial. Und auch hier können wir dann eben nochmal nachhelfen und in Form von Workshops dann an dem Thema arbeiten. Grundsätzlich, ich glaube, eine ganz große Herausforderung insgesamt ist aktuell natürlich das Thema Remote-Zusammenarbeit. Also wir befinden uns ja schon seit über einem Jahr in der Pandemie.
Und da merken wir natürlich immer, wenn es schwierig wird, nicht alle einfach an einen Tisch zu bekommen oder mal im Tür- und Angelgespräch Dinge zu klären, macht es Sinn, das Ganze dann nochmal speziell zu organisieren. Ich habe Ihnen auch nochmal auf der nächsten Folie ein kleines Bild mitgebracht, wie denn das Ganze bei uns im Alltag aussieht. Da sehen Sie Erfahrung aus unserem Team. Die gucken alle ein bisschen gelangweilt, ne? Also das hat auch damit zu tun, man wird irgendwann ja Videokonferenz müde, man hat vielleicht wieder so einen Workshop oder auch einfach nur ein Stand-up, das wenig strukturiert ist und dann nicht unbedingt Laune macht, sich dann zu engagieren oder mitzumachen. Das gibt's bei uns auch. Ich bin übrigens die ganz rechts oben mit dem schicken Kopfschmuck hier in der Weihnachtszeit. Aber auch das hilft manchmal nicht, wenn man solche externe Reize setzt, um dann nochmal zu animieren, wirklich teilzunehmen. Ja, es gibt einfach verschiedene Schwierigkeiten, die haben auch wir begegnet, haben auch wir gemerkt, dass wir Gefühl sinkt, die Motivation sinkt, die 8 millionste Videokonferenz vielleicht dann jetzt auch noch teilzunehmen. Und deswegen ist es eben so wichtig, da ein Stück weit Zeit zu investieren, für gute Formate zu finden, um wirklich dann auch effizient miteinander zusammenarbeiten zu können. Und wie das aussieht, wird Ihnen jetzt im Folgenden Marcel vorstellen. Genau, danke Marielle. Ja, einer unserer Lösungsansätze, um diese ganzen Herausforderungen irgendwie in den Griff zu bekommen und denen zu begegnen, sind, wie Sie sich schon denken können, Workshops. Dabei liegen halt die Vorteile auf der Hand. Die Stärkung der Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit. Man kann hier auch, wenn es remote ist, natürlich eine Art von Wir-Gefühl erzeugen, einfach dadurch, dass man Dinge zusammen schafft, dass man Dinge zusammen anpackt, dass man Themen zusammen bearbeitet und halt mal wieder wirklich einen Raum für Austausch hat, der jetzt über ein normales Meeting, was unstrukturiert ist, manchmal dann halt auch hinausgeht. Die Kreativität wird mal wieder gefördert, einfach mal durch andere Tools, durch neue Impulse, durch neue Übungen. Und man kann die knappe Zeit, die man sowieso schon nur hat, einfach effektiver nutzen, als wenn man sich in einer ungeleiteten Diskussion so austauscht. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Workshops sinnvoll investierte Zeit sind. Und leider, wie man auf den Bildern sieht, können wir die nicht mehr vor Ort machen. Das haben wir früher natürlich immer sehr gerne gemacht, haben jetzt aber natürlich auch Remote-Workshops in unser Repertoire mit aufgenommen. Seit längerem und unser Angebot zeichnet sich halt dadurch aus, dass wir in der Vorbereitung unterstützen, die Übungen so auswählen, dass sie halt zu der Fragestellung passen und auch die Tools so vorbereiten, dass alles eigentlich geebnet ist. Wir unterstützen durch neutrale Moderation, geben Struktur und Anleitung eben halt auch durch die Struktur, die wir in Miro, das werde ich gleich noch zeigen, aufbauen. Und wir nutzen die Tools halt so, wie es sinnvoll ist und man halt einen guten Flow im gesamten Workshop hat. Dazu achten wir natürlich darauf, dass Spaß und Motivation immer im Vordergrund sind und wir schaffen halt eine positive Arbeitsumgebung durch die vorherigen Punkte, die wir genannt haben. Unsere Tools, auf die ich einmal zu sprechen kommen möchte, sind Microsoft Teams. Die meisten kennen es wahrscheinlich schon. Eine schöne Neuerung in Microsoft Teams, die vielleicht nicht alle mitbekommen haben, sind Breakout Rooms. Das bedeutet, die kann man sehr, sehr schön nutzen, wenn man zum Beispiel Gruppenarbeiten machen möchte in so einem Workshop. Dann wird einfach jeder in einen Breakout Room geschickt. Man kann dann die Gruppen auch wieder zusammentrommeln in die Gesamtbesprechung und somit kann man sich halt wirklich fokussiert der Gruppenarbeit widmen. Solchen Workshops. Und das weitere Tool, was wir nutzen, ist Miro. Hatte ich gerade einmal schon erwähnt. Das ist sozusagen ein digitales Whiteboard, was ziemlich, ziemlich mächtig und ziemlich groß ist. Da werde ich auch gleich nochmal eine kurze Übung drin vorstellen und Ihnen mal einen kurzen Einblick geben, wie denn Miro aussieht und was man damit machen kann, für die, die es noch nicht kennen. Unser Workshop-Angebot, was ich heute gerne vorstellen möchte, sind einmal Strategie-Workshops. Dazu würde ich einmal gerne vorstellen, welche Arten von Strategie-Workshops gibt es und was kann man da beispielsweise für Übungen drin einbauen. Dann einmal den Fragebogen-Workshop.
Da werde ich einmal darauf eingehen, wie denn so ein Ablauf sein kann, wie man den Workshop so strukturieren kann, dass da am Ende ein super Fragebogen herauskommt. Der Ergebnisworkshop, der dann auf den Fragebogen-Workshop aufbaut sozusagen, wenn die Ergebnisse dann vorliegen aus der Befragung, da geht es einmal darum, Besonderheiten dieser Ergebnisworkshops zu präsentieren und Ihnen mal zu zeigen, was so unsere Erfahrungen sind, worauf man eigentlich achten muss bei so einem Ergebnisworkshop. Und im Maßnahmenworkshop wird es dann ein bisschen spezifischer. Das ist eigentlich so der weitestgehende Workshop, also in der Gestaltungsweise. Da werde ich Ihnen dann einmal zeigen, welche Übungen man da machen kann und diese Übungen ein bisschen genauer erklären. Bevor wir natürlich mit so einer Befragung oder einer Befragungslandschaft dann anfangen, gilt es eigentlich erstmal darum, die Strategie zu klären. Also zur Strategie gehört ja nicht nur, wie setzen wir denn das um, was wir wollen, sondern erstmal auch überhaupt herauszufinden, was wollen wir denn überhaupt und was liegt da eigentlich hinter. Also im ersten Punkt geht es eigentlich um die Klärung des Warum. Die Klärung des Warum kann man natürlich auf viele Arten irgendwie durchführen. Übungen, die wir dafür gerne nutzen, sind zum Beispiel die 9 Whys oder Purpose to Practice. Darum geht es darum, das Warum zu befragen. Also zu schauen, bei den 9 Whys zum Beispiel die Frage, warum 9-mal hintereinander zu stellen, um den Dingen auf den Grund zu kommen. Also um zu schauen, was sind denn da eigentlich zum Beispiel für Agenden von Personen dahinter oder was denken wir, warum wir das eigentlich machen und was liegt denn eigentlich noch dahinter. Es ist immer sehr interessant zu schauen, wie weit man denn alleine kommen würde, wenn man sich 9-mal die Frage warum stellt und wie weit man kommt, wenn man einen guten Moderator dabei hat. Die 9-Whys wirklich 9-mal warum durchzubekommen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Aus unserer Erfahrung heraus sind 6-mal mit einem guten Moderator sehr gut zu schaffen. Und bei der Purpose-to-Practice-Übung geht es darum, erstmal den Sinn der Zusammenarbeit zu definieren und darauf aufbauen, dann in einem Zirkel zu schauen, wie kann ich denn dann eigentlich zu den Next Steps kommen oder wie kann ich denn diesen Sinn eigentlich unterstützen. Sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch an die Herausforderungen, die die Frau Schweizer am Anfang einmal präsentiert hatte. Die Klärung des Warum, die spielt natürlich darauf ein, dass Befragungen nach der Klärung des Warum nicht mehr ohne klare Ziele durchgeführt werden. Denn man weiß, was ist eigentlich das Ziel, was gehört eigentlich dazu, was steckt eigentlich hinter dem Ganzen. Und die Stakeholder, die dabei mitgemacht haben, sind dann auch auf dem gleichen Stand und beziehungsweise die Stakeholder, die nicht dabei gewesen sind, können danach auf den Stand gebracht werden, denn alle haben ein gleichmäßiges Verständnis davon, warum machen wir das denn eigentlich alles hier. Nach der Klärung des Warum und nach dem Grund des Ganzen kommt dann noch die Klärung des Wie. Also, welche Befragungen werden denn eigentlich gemacht? In was für einem Timing können die gemacht werden? Wie sieht denn so eine Befragungslandschaft aus? Und wie ist es vor allen Dingen für das jeweilige Unternehmen dann auch praktikabel, diese Befragungen durchzuführen? Dadurch können natürlich die Vorstellungen des Projektteams einfach in Einklang gebracht werden. Die sind danach nicht mehr unterschiedlich, denn alle haben daran mitgearbeitet, diese Befragungslandschaft und die Befragungsstrategie so zu gestalten, dass es einfach sinnvoll ist und dass es halt auch das Warum unterstützt. Dabei kann man Übungen machen wie den Lightning Decision Jam oder One, Two, Four, All. Bei One, Two, Four, All handelt es sich um so eine geleitete Gruppendiskussion, wo man erst alleine, dann in Zweiergruppen, in Vierergruppen und dann mit allen zusammen diskutiert, sodass im Prinzip diese Essenz, die in diesen Diskussionen herauskommt, dann auch am Ende erst in die Gruppe gegeben wird und dadurch einfach mehr Strukturierung vorgeht. Der Lightning Decision Jam ist eine Abfolge von einer bestimmten Struktur, die ich jetzt gerne einmal in Miro vorstellen möchte. Dazu wechsle ich jetzt einmal kurz die Fenster. Und schon befinden wir uns hier in Miro. Wie gesagt, Miro ist ein sehr mächtiges Tool. Es ist ein digitales Whiteboard. Das bedeutet, hier kann man gemeinsam mit mehreren Personen an sogenannten Frames arbeiten. Hier gibt es unendliche Möglichkeiten. Also man kann verschiedene Formen einfügen. Man kann die natürlich einfärben. Man kann Post-its in verschiedenen Farben hier schreiben.
und kann die Post-its auch zum Beispiel miteinander verbinden durch Pfeile, um einfach irgendwelche Logiken hier klar zu machen. Das ist alles sehr, sehr einfach und intuitiv. Man hat hier einen Eigenfinder mit drin, eine Google-Integration. Man kann auch Kommentare schreiben. Man hat hier auch eine Vorbereitung mit integriert. Und man kann diese Boards natürlich halt auch mit anderen Personen teilen, kann da zusammenarbeiten und kann hier super gut Workshops strukturieren und durchführen. Um jetzt einmal wieder den Schlenker zum Lightning Decision Jam zu machen, der ist wie folgt aufgebaut. Also im Normalfall schauen wir erstmal, dass wir Personen, die einen Workshop mit uns machen, abholen, indem wir vorher Sessions machen, wo Miro natürlich beigebracht wird, sodass alle auf dem gleichen Stand sind. Ne? Zusätzlich haben wir dann immer noch mal so ein paar kurze Orientierungsfolien, wo man dann die Navigation erklärt für die, die es nicht mehr ganz im Kopf haben, dass halt alle auch wirklich vorher noch mal schauen können, okay, wie finde ich mich hier zurecht? Wenn es dann in die Übung geht, ist es hier im Lightning Decision Jam so, dass zuerst eine sogenannte Sailboat Challenge gemacht wird. Das bedeutet, es werden erstmal Dinge gesammelt, die gut laufen. Danach werden Dinge gesammelt, die nicht so gut laufen und Herausforderungen sind. Hier kann man dann so eine Punkteabfrage vorbereiten, schon, dass jeder 3 Punkte zum Beispiel hat und seine favorisierten Herausforderungen, die bearbeitet werden sollen, aus seiner Sicht zur Wahl gestellt werden. Die priorisierten Herausforderungen werden dann gesammelt und werden dann im nächsten Schritt zu Wie können wir Fragen formuliert, so dass diese Fragen einfach einfacher bearbeitet werden können, als wenn da zum Beispiel nur ein Thema oder ein Schlagwort als Herausforderung da steht und niemand so wirklich weiß, was ist denn jetzt eigentlich genau der Kern. Dabei hilft halt diese Formulierung zu Wie können wir Fragen, die dann einzeln bearbeitet werden und zu denen dann verschiedene Lösungen gefunden werden. Diese Lösungen können dann auch nochmal kategorisiert werden und geordnet werden. Und im nächsten Schritt wird dann auch wieder über eine Punkteabfrage werden diese Lösungen priorisiert, sodass man am Ende diese Lösungen im nächsten Schritt in so eine Impact-Effort-Matrix einfach einordnen kann und weiß, okay, wo habe ich denn jetzt hier meine Quick Wins? Was sind eher Sachen, die langfristiger sind und die etwas länger dauern? Und wo habe ich eigentlich den höchsten Impact mit dem wenigsten Aufwand. Als letzten Schritt sozusagen werden dann anhand dieser Einordnung die Next Steps einmal formuliert und zwar wirklich als Actionable Items, also so, dass wirklich jeder weiß, was ist als nächstes zu tun und so, dass alle mit einem Ergebnis aus diesem Workshop herausgehen und wissen, was sind die nächsten Schritte. All das ist natürlich nicht verloren, sondern kann auch in einem PDF exportiert werden, es kann weiter daran gearbeitet werden, das ist halt wirklich der Vorteil von Miro, alles, was hier einmal drin ist, ist halt auch weiterhin accessible für alle Leute, die daran gearbeitet haben. Und nach einem kurzen Ausstieg ist der Workshop auch schon vorbei. Also wie Sie sehen, ist es eine sehr effiziente und schnelle Methode mit einer guten Struktur, um Problemstellungen zu bearbeiten. Und Miro ist dafür wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Um wieder zurückzukommen zu unserer Präsentation, einen Moment. Nachdem wir jetzt den Fragebogen-Workshop durchgeführt haben, Entschuldigung, den Strategie-Workshop, geht es eigentlich dann darum, den Fragebogen zu erstellen. Und dafür kommt dann der Fragebogen-Workshop ins Spiel. Wie schon gesagt, es handelt sich hier beim Fragebogen-Workshop um den simpelsten Ablauf, den man sich vorstellen kann. Also es gibt natürlich viel komplexere Abläufe, je nachdem, wie groß der Fragebogen ist, je nachdem, wie viele Stakeholder daran beteiligt sind und auch im Workshop sind natürlich. Es geht beim Fragebogen-Workshop eigentlich erstmal darum zu schauen, was sind denn eigentlich Themen, die wir in dem Fragebogen bearbeiten wollen. Das hat man ja vorher im Strategie-Workshop bearbeitet. Das Warum ist klar, die Strategie ist klar, wie man dieses Warum befragen möchte und wie man die Befragung aufbauen möchte. Das heißt, im nächsten konsequenten Schritt muss jetzt der Fragebogen entwickelt werden und dazu muss man sich überlegen, welche Themen sind denn eigentlich wichtig. Im nächsten Schritt würden dann Fragestellungen zugeordnet werden. Dafür geben wir natürlich auch unseren Input. Also Sie haben gerade Miro gesehen, da könnten wir dann Fragestellungen zu gewissen Themen schon mal vorstrukturieren und die dann sozusagen zur Auswahl stellen, sodass da gar nicht erst neue Fragestellungen unbedingt direkt entwickelt werden müssen, sondern man sich erstmal so einer Fragebogen
Sammlung bedienen kann, die wir einfach aus unseren Erfahrungen schon, ja, mit denen wir positive Erfahrungen gemacht haben. Und wenn dann noch Fragestellungen fehlen, dann ist es natürlich auch möglich, hier noch zusätzliche Fragestellungen zu entwickeln, zum Beispiel in Gruppendiskussionen, in Brainstormings. Nachdem dann die Fragestellungen zugeordnet wurden, werden diese dann priorisiert. Das könnte man dann auch zum Beispiel wieder über so eine Punkteabfrage machen. Und wir gehen dann im nächsten Schritt hin und bringen das, was da erarbeitet wurde, natürlich dann in eine Struktur, in ja, eine Datei, die dann mit allen geteilt werden kann, und stellen das Ergebnis dann im nächsten Termin vor. Es ist natürlich möglich, dann auch im nächsten Termin nochmal über diesen Fragebogen zu gehen. Der Fragebogen ist dann danach zufriedenstellend und die Befragung kann durchgeführt werden. Und bis dann, wenn dann die Befragung durchgeführt wurde, liegen natürlich die Ergebnisse vor. Die Ergebnisse liegen dann in einer sehr umfangreichen Form meistens vor. Also ob es jetzt zum Beispiel Tabellenwände sind, oben links, oder ob es ja, Polygonzüge sind, ob es Gesamtberichte sind oder Einzelberichte, zum Beispiel auf Standortbasis, oder Heatmaps, in denen ja, Abteilungen miteinander verglichen werden. Das ist natürlich immer sehr, sehr viel Futter. Wenn man dann auch noch ein Dashboard dazu hat, dann hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, was ja, Ergebnisse zu filtern und zu vergleichen, und das kann einen manchmal erschlagen. Und diese fehlende Fokussierung, die kann man natürlich in einem sinnvoll strukturierten Ergebnisworkshop bearbeiten. Ich möchte jetzt aber in dem Fall gar nicht darauf eingehen, wie man das jetzt strukturiert erarbeitet, sondern eher mal darauf eingehen, was sind denn eigentlich die Besonderheiten in so einem Ergebnisworkshop? Denn wenn Ergebnisse vorliegen, ja, dann passieren andere Dinge als vorher, denn dann geht es um die Personen, die auch dahinter stehen. Erstmal haben wir die Erfahrung gemacht, dass in Ergebnisworkshops viel Erklärung nötig ist. Es sind halt nicht immer nur das Projektteam mit drin, es sind auch nicht immer Leute drin, die jetzt unbedingt so viel Ahnung von Statistik haben. Das heißt, es kommen manchmal Nachfragen zu Mittelwerten, zu Top-2-Werten, wie errechnen sich Signifikanzen und so weiter. Das heißt, wir müssen erstmal alle abholen und auf den gleichen Stand bringen. Das Thema Anonymität ist natürlich immer eins der größten Themen, was wir im gesamten Projekt natürlich beachten und wo wir auch immer wieder darauf hinweisen, aber meistens gibt es dann auch nochmal Fragen zur Anonymität in der Auswertung. Zum Beispiel, wenn man ein Dashboard hat und dann gewisse Filter miteinander kreuzt und dann halt tiefer in die Gruppen reingehen kann, wie wird da die Anonymität gewahrt? Wie weit sollte man denn eigentlich in die Auswertung hinuntergehen? Was sollte man interpretieren? Und wo sollte man sich vergleichen und wo nicht? Wichtig ist natürlich halt auch in so einem Ergebnisworkshop, sich auch auf Stärken zu fokussieren und nicht nur zu sagen, okay, wo sieht's denn überall schlecht aus und wo müssen wir jetzt alles ran, sondern auch zu schauen, was können wir denn eigentlich gut, und das dann halt auch so zu kommunizieren, ja, dass es am Ende nicht darauf hinausläuft, dass alle denken, okay, wir haben so viele Herausforderungen, sondern dass alle halt auch die Motivation mitbringen, sich weiterhin auf die Stärken zu fokussieren und diese halt auch zu bearbeiten und die nicht hinten überfallen zu lassen. Man sollte natürlich am Ende auch mit Next Steps aus so einem Ergebnisworkshop herausgehen. Das heißt, die Struktur ist natürlich sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass alle wissen, was ist denn als nächstes zu tun. Dabei kann man natürlich nicht alle Themen bearbeiten. Wichtig und am allerwichtigsten eigentlich in so einem Ergebnisworkshop, es geht immer um Befindlichkeiten. Es sind verschiedene Stakeholder involviert. Es ist nicht immer nur das Projektteam, sondern es sind zum Beispiel auch mal Führungskräfte dabei oder es sind Personen dabei aus bestimmten Abteilungen. Und wenn dann Ergebnisse präsentiert werden, wo dann zum Beispiel auch mal ein kritischer Wert gezeigt wird, der auf eine gewisse Abteilung zurückzuführen ist, dann geht es oftmals los, dass Personen in eine Abwehrhaltung gehen oder dass Personen zum Beispiel auch dabei sind, die gar nicht so motiviert waren, diese Mitarbeiterbefragung mitzutragen oder ja, sich daran einfach zu beteiligen. Und diese Befindlichkeiten muss man natürlich da aufgreifen und halt auch beachten in der Workshop-Gestaltung, aber natürlich auch in der Moderation. Es geht also am Ende darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden und hier eher einfach auf dieser emotionalen Ebene zu arbeiten und nicht so stark in diese Übung hineinzugehen. Die Übung, die gibt die Struktur, und die emotionale Ebene ist das, was eigentlich erstmal beachtet werden muss, bevor man in die Übung gehen kann.
Wenn man dann die Ergebnisse bearbeitet hat und Next Steps formuliert hat, dann heißt es ja noch lange nicht, dass alle Themen jetzt abgearbeitet sind und dass jetzt alles eigentlich getan ist und das Follow-up dann jetzt einfach losgeht, sondern es kann natürlich auch sein, dass weitere Themen in der Betrachtung aufkommen, dass zum Beispiel gewisse Standorte ein Thema haben, was bearbeitet werden muss. Und da kommen wir dann mit unseren Maßnahmen-Workshops ins Spiel. Oftmals haben wir zum Beispiel das Thema mangelnde Kommunikation im Unternehmen, was man mit diesen Maßnahmen-Workshops auch sehr gut bearbeiten kann. Dabei muss man beachten, Maßnahmenworkshops sind eigentlich die vielseitigsten Workshops von allen, die wir jetzt genannt haben. Denn man ist sehr, sehr flexibel in der Gestaltung dieser Workshops. Man kann Themen auf verschiedenste Arten und Weisen betrachten. Und wir möchten hier einfach gerne mal eine unserer Lieblingsübungen vorstellen. Eine paradoxe Intervention. Das bedeutet, man sattelt das Pferd so ein bisschen von hinten auf und geht eigentlich nicht dahin, dass man sich wie so oft typisch überlegt, okay, was sind denn unsere Herausforderungen und wie bearbeiten wir die jetzt, sondern diese Übung nennt sich TRIZ. Und im ersten Schritt erstellt man zuerst eine kleine To-Do-Liste, indem man ein sehr unerwünschtes Ergebnis erzeugen möchte. Und zwar mit der Fragestellung, wie kann ich einen bestimmten Zustand, der unerwünscht ist, zuverlässig erzeugen. Das ist schon mal sehr interessant, überhaupt diese Herangehensweise in der Übung zu haben, weil man sich darüber Gedanken machen muss, was kann ich denn alles schlecht machen, und dadurch auch wieder eine ganz andere Perspektive bekommt, als man die sonst hat, wenn man sich direkt mit den Herausforderungen beschäftigt. Im zweiten Schritt der Übung geht man jetzt hin und schaut sich an, was gibt es denn eigentlich schon in irgendeiner Form, was den To-Dos, die wir jetzt gerade zusammengestellt haben, ähnelt. Das heißt, man erstellt eine Liste und schaut sich an, was stimmt denn eigentlich mit dem, was ich gerade aufgeschrieben habe, überein. Dabei muss man natürlich unerbitterlich sein. Man muss sich wirklich überlegen, man muss ehrlich zu sich selbst sein, die Gruppe muss ehrlich mit sich selbst sein und man muss wirklich schauen, was gibt es denn eigentlich alles, was dazu beiträgt. Und im dritten Schritt, wenn dann alle Themen in der Gruppe zusammengetragen wurden, die gestoppt werden müssen, nimmt man sich ein Thema nach dem anderen und fragt sich, wie werde ich oder wie werden wir das denn eigentlich stoppen, was wir jetzt hier entdeckt haben? Und was ist unsere erste Maßnahme dafür? Und dadurch kommt man sehr schnell den Dingen auf den Grund und kann sich anschauen, was ist denn eigentlich das, was uns hindert? Und nicht das, was wir jetzt tun müssen, um eine gewisse Herausforderung direkt zu begegnen. Dabei sollte man natürlich sehr konkret sein und kann einfach sehr gut herausfinden, welche Themen man eigentlich stoppen soll. Das so als kleinen Abstecher für die Maßnahmenworkshops. Ich hoffe, Sie konnten sich aus dieser Übung ein paar schöne Gedanken mit herausnehmen. Ich bin gespannt. Und zum Ende hin möchte ich einmal noch gerne auf ein paar Tipps zur Durchführung eingehen. Also erstmal insgesamt, Remote-Workshops zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass es andere Regeln gibt als bei normalen Workshops. Sie sind ortsunabhängig, das ist natürlich ein totaler Vorteil, denn jeder kann zu jeder Zeit an jedem Ort teilnehmen. Das ist einerseits gut, andererseits muss man das natürlich beim Timing auch beachten. Was natürlich auch wichtig ist, nicht alle Herausforderungen passen zu Remote-Workshops. Da sind wir natürlich dann in beratender Funktion zur Stelle, wenn je nachdem, welches Thema da aufkommt, beraten wir Sie, ob das eher ein Thema ist, was wir vor Ort lösen würden oder wo halt auch ein Remote-Workshop zu passen würde. Zur Teilnehmeranzahl haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, wirklich mit maximal 8 bis 12 Teilnehmern zu arbeiten, denn alles darüber wird schwer moderierbar. Gerade wenn man Gruppendiskussionen hat, wenn es irgendwie strategische Themen gibt, die ein bisschen umfangreicher sind, aber auch in kleineren Themen. Natürlich kann man das immer sehr gut strukturieren, diese Breakout-Rooms nutzen und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel in diesen Breakout-Rooms auch in etwas größeren Gruppen arbeitet, bietet es sich schon an, halt auch je nach Gruppengröße mehrere Moderatoren zu haben, die dann auch in diesen Breakout-Rooms für die jeweilige
für die jeweilige Diskussionsgruppe verantwortlich sind und da halt unterstützen durch ihre Moderatorentätigkeit. Zum Timing. Unsere Erfahrung ist, alle 1 bis 1,5 Stunden sollte man eine Pause einbauen. Das kennen Sie sicherlich auch aus längeren Meetings oder Workshops. Nach 1 Stunde, 1,5 auf den Bildschirm gucken und wirklich Input liefern und Input bekommen, ist es sehr anstrengend. Deshalb bauen wir gerne spätestens alle 1,5 Stunden Pausen ein. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, nicht mehrere Sessions in einer Woche zu machen, sondern es macht Sinn, kurze Sessions zu machen, und zwar nur eine pro Woche und diese auch nur maximal 4 Stunden gehen zu lassen. Also 4 Stunden ist schon eine Heidenarbeit und es ist wirklich sehr, sehr viel für die Konzentration. Und warum wir kurze Sessions empfehlen und nur eine pro Woche, es ist sinnvoller, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen zwischen den beiden Workshops. Erstens, damit sich das Erarbeitete erstmal überhaupt setzen kann in den Köpfen der Personen. Und natürlich auch, weil zwischen den Workshops oftmals Hausaufgaben irgendwie mitgegeben werden. Einfach damit die Personen weiterhin an den Themen arbeiten. Vielleicht müssen Sachen abgestimmt werden, vielleicht gibt es bestimmte Sachen, wo man nochmal Input von einer anderen Stelle einholen muss, um den nächsten Workshop vorzubereiten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, solche Workshops im besten Falle vormittags stattfinden zu lassen, denn da sind alle noch am frischesten, da hat man den Arbeitstag auch noch so eher vor sich. Man hat vielleicht morgens schon ein paar E-Mails beantwortet, ein paar wichtige Sachen bearbeitet, aber ist dann eigentlich erstmal frisch für den Tag und hat auch noch wirklich viel Input zu geben und auch die Möglichkeit, Input zu verarbeiten und aufzunehmen. Wie schon gesagt, Hausaufgaben und Vorbereitung ist für uns immer sehr wichtig. Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man Hausaufgaben aufgibt und den Leuten etwas mitgibt, mit denen sie arbeiten können, dann macht das total Sinn für den nächsten Workshop, denn ein vorbereiteter Workshop ist immer besser als ein unvorbereiteter Workshop und das gilt halt nicht nur für die Moderatoren, sondern das gilt halt auch für die Teilnehmer. Wir achten natürlich darauf, dass die Hausaufgaben nicht so umfangreich sind, aber gerade wenn zum Beispiel nochmal Input von einer anderen Stelle nötig ist, dann ist es schon sinnvoll, da auch nochmal eine Struktur an die Hand zu geben, wie man zum Beispiel diesen Input erhebt, zum Beispiel auch durch einen kleinen Fragebogen oder durch eine kleine Übung, die man dann auch nochmal zum Beispiel mit einer Gruppe intern machen kann. Und wie auch schon in dem Miro-Teil einmal kurz angedeutet, die Einarbeitung im Miro ist super wichtig. Dafür haben wir die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Calendly, das ist so ein Kalendertool, verschiedene Timeslots anzubieten, sodass wir die Personen, die dann an dem Workshop am Ende teilnehmen, einmal so trainieren können, dass sie wissen, wie gehe ich mit Miro um, was muss ich eigentlich in dem Workshop machen, wie erstelle ich Post-its, wie mache ich Schriften kleiner, größer, wie funktioniert so eine Punkteabfrage, sodass man da alle auf einen Stand hat und dann halt auch im Workshop wirklich so effizient miteinander arbeiten kann, dass alle mit dem Tool umgehen können und dass da niemand hinterherhinkt oder man da dann im Workshop selber nochmal Zeit dafür benötigt, die Menschen abzuholen, die zum Beispiel gar nicht so technikaffin sind oder da einfach ein bisschen länger brauchen, sich dafür einzuarbeiten. Genau, und wenn man das alles richtig macht, dann kann man auch das Wir-Gefühl wieder steigern. Genau, Marcel, vielen Dank. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Wenn man diese Tipps berücksichtigt, sieht man, es geht auch anders, ne, im Vergleich zu Beginn unserer Präsentation. Wir selber versuchen natürlich immer, diese Formate auch in unseren internen Workshops umzusetzen und sind oft unser eigenes Versuchskaninchen, um dann eben Sie optimal beraten zu können. Und ich hoffe, das haben Sie heute gemerkt. Unser Ziel ist wirklich, Ihnen näher zu bringen, Workshops machen Sinn, immer eigentlich. Auch unabhängig natürlich von jetzt einer Befragung oder nicht, aber hier bei uns im Rahmen von so einem Befragungsprojekt natürlich besonders. Einfach aus den Gründen, das haben Sie selber gemerkt, man kann viel effizienter seine Zeit nutzen, alle an einen Tisch zu bringen, entweder Befindlichkeiten einfach mal einzufangen, ne, alle auf einen Stand zu bringen. Wir können schneller zusammenarbeiten. Auch diese Remote-Workshops, wir hatten oft am Anfang ein Stück weit Bedenken, ja, dass ja dieses Zwischenmenschliche wegfällt. Ja, ein Stück weit natürlich die Blicke oder vielleicht auch mal das Zusammenstehen in der Pause, das fällt natürlich weg. Auf der anderen Seite merken wir, wenn wir Remote-Workshops durchführen, sind wir in der Regel wirklich schneller fertig, einfach weil man nochmal zielgerichteter an den Themen arbeitet und auch
vielleicht mal die eine oder andere Diskussion ein bisschen kürzer ausfällt, weil man sich wirklich stärker auf das Thema konzentriert in diesem Sinne. Also es lohnt sich wirklich auch immer Workshops durchzuführen, wenn man weiß, man hat ein Thema, das sehr viel Information benötigt, die man zusammensammelt, weil ich dann im Nachgang einfach viel weniger mich auf die Reise machen muss, diese Informationen zusammenzusammeln, sondern habe die alle gut in einem Hub. Die Vorbereitungszeit, auch wenn das jetzt ein bisschen nach Arbeit klang mit Hausaufgaben und Einarbeiten in Miro, fällt aber in der Regel trotzdem kürzer aus, als dann eben die Nacharbeit wäre, wenn ich dann die Schleifen und die Runden dann nochmal im Unternehmen drehen muss. Also das haben wir einfach deutlich gelernt. Genau. Trotzdem muss man sagen, auch hier an der Stelle, Marcel hat es angesprochen, die Remote-Workshops sind nicht geeignet für alle Themen. Also wir können Befindlichkeiten einfangen natürlich, wir können so ein Stück weit vermitteln im Rahmen von so einem Workshop, wenn es aber auch darum geht, im Follow-up zum Beispiel Teambuilding-Maßnahmen durchzuführen, das halte ich für völlig ungeeignet über Remote. Ne? Also gerade da, wo es darum geht, vielleicht sich auch in Übungen mal näher kennenzulernen, gemeinsam was anzupacken, gemeinsam was zu kreieren, ein Stück weit auch, was jetzt nicht nur aus Post-its besteht, da geht es dann einfach darum, sich wirklich im echten Leben zu treffen und da den Austausch zu haben und sich mal irgendwo einen Tag einzuschließen, im besten Fall. Das funktioniert natürlich gerade nicht, da muss man dann wirklich schauen, wie können solche Formate dann vielleicht in abgespeckter Version passieren, aber ich sag mal, bis jetzt auf so diese zwischenmenschlichen Themen, Teambuilding und so weiter, haben wir bisher keine Grenzen erleben dürfen, was das Thema Remote-Workshops betrifft. Und genau, deswegen hoffe ich, konnten wir Sie heute inspirieren, aber auch motivieren, wirklich zur Tat zu schreiten und diese Workshops dann auch in Ihre Projekte zu integrieren. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wir wären hiermit dann am Ende unserer Präsentation und sind gerne noch da, für Sie Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Gerne über die Chat-Funktion, genau. Warten dann immer noch kurz. Ich sehe, die ersten haben sich schon verabschiedet. Dann möchte ich natürlich nochmal mich ganz herzlich bei Marcel bedanken, der heute für uns die Themen so wunderbar aufbereitet und vorgetragen hat. Und auch für Ihre Aufmerksamkeit natürlich. Ich freue mich, dass wir da so Interesse wecken konnten an dem Thema. Und im Zweifel auch gerne im Nachgang. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie vielleicht auch in der Vorbereitung von einem Workshop in Stocken geraten und nochmal zu einer Übung Fragen haben. Jederzeit gerne. Wenn Sie Hilfe bei einer Moderation benötigen, sind wir gerne für Sie dann da.